Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Survival Lost Way. So, was haben wir denn schon alles? Schönes Bettchen haben wir und da und sowas. So, und dann möchte gern das Tutorial, dass wir ein Campfire craften. Wo ist das denn? Sag mir doch mal, Campfire. 5 Steine und 5 Stöckchen. Kann ich denn Stöckchen machen? Ich habe keine Lust, Stöckchen zu suchen. Ich kann doch bestimmt Stöckchen machen, oder? Muss hier mal so machen. So, dann kann ich schneller scrollen. Ja, da Stick, 10 Stück. Und wie viel brauche ich fürs Campfire? Wo war das? Ganz da oben. 10 Stück, 5 Stück brauche ich und noch ein paar Steinchen. So. Und dann holen wir uns noch ein paar Steinchen. Ja, funktioniert gut, meine Schleuse, wenn ich sie offen lasse, vor allem. So, haben wir denn hier was Neues? Ja, Foodbox. Schön. Die Foodbox füllt sich. Das gefällt mir gut. Ist dann hier vielleicht auch wieder was Neues drin? Ja, sehr gut. Also wir haben hier unseren Loot direkt vorm Haus. Das ist sehr gut. Oh ja, oh ja, oh ja. Feines Zeug. Oh, Microcircuit. Und ein Stein. Ha. Der kommt ja wie gerufen. Ich würde mal die Karre... Ui. Hey, meine Axt schwebt da noch rum. Mal die Karre tatsächlich hier hinfahren. Dass wir, wenn nötig, schnell flüchten können. So, jetzt haben wir zwar die ganze Zeit das Brummen des Autos hier. Das lasse ich, glaube ich, mal, weil ich könnte mir vorstellen, dass Zombies hier nicht hochkommen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, wir könnten auch mal wieder was trinken, ein Schlückchen. Und dann müssen wir nicht so oft trinken. Ja, gib mal her, das Zeug. Dann essen wir mal. Ham. Da trinken wir nochmal was. So. Trank Water. Nochmal ein Water, den wir tranken. So. Sehr gut. Dann Steine. Ich brauche Steine für ein Feuer. Und hier habe ich gesehen, da gibt es Stoff. Da bin ich gleich mit dabei. Was ist das da drüben? Claude. Jean-Claude Van Damme. Ach, das ist einfach hier, okay. Das ist einfach eine Felswand. So. Ach ja, die Musik ist schön. Ist übrigens wieder meine eigene Playlist. Da ja hier... Ich mach mal die Axt weg. So. Da ja hier der... die Musik ein bisschen zu wünschen übrig lässt. So, haben wir hier noch mehr Steine. Ich möchte ungern mit der Axt Steine... klopfen. Wobei die eh bald kaputt ist. Ne, das ist kein Stein. Ah, es wird langsam wieder dunkel. Die Nacht raubt mir die Performance. Ah, ja, nein, das ist nix. Naja, egal. Ah, okay, so arg leidet sie, glaube ich, gar nicht. Geht. Oh, da kommt ganz schön was raus aus so einem Stein. Sulfur brauchen wir ja zur Herstellung von Pulver, von Schießpulver.
So, und jetzt will das Spiel, dass ich was zu essen koche. Hier läuft aber nichts zu essen rum. Hier ist gänzlich essensfrei. Naja. So, die Axt wieder weg. Ich schaue mich hier gerade um, ob ich hier irgendwo ein Tierchen entdecken kann. Aber irgendwie sind wir hier doch ziemlich alleine. Da kann ich auch mal bei meinem weiteren Lootpoint schauen. Ja, ist ja auch immer gutes Zeug drin. Oh, nochmal eine Laterne. Oh, habe ich denn noch? Ja, ein bisschen habe ich noch. Nochmal Barrikaden, sehr geil. Und eine Hose. Was ist, ist das eine andere Hose? Kann ich die... Ich habe keinen Inventarplatz mehr, die würden wir verlieren. Was haben wir hier? Getriebe, Sulfur, Baseballschläger brauche ich nicht, habe ich schon. Und hier haben wir ja nichts. So, es wird dunkel. Nix wie ab nach Hause. Ja, jetzt hat das Sample umgestellt. Ich würde ja gerne mal Fuel oder so finden, dann könnten wir unsere Laternen auch betreiben. Ich sehe hier halt echt nirgends ein Tier. Da müssen wir wahrscheinlich dann mal losfahren. Da ist nichts drin. So. Machen wir mal zu. So. Hier auch. So, hier. Ja, es ist abends. Komm. Ah, die Fensterläden zu. So. Wollen ja keine ungebetenen Gäste haben. Ja, schade mit der Lampe hier, ne? Da hätten wir hier noch eine. Könnten wir hier mal aufstellen. Haben wir nicht noch eine? Nö. Ich dachte, wir hätten noch mal eine. So, Molotov-Cocktail. Ah, so, nee, ist nur eine Bottle. Eine leere. Dann die Axt. Die brauchen wir bald. Sticks haben wir. Essen. Geht eigentlich noch. Hier, pass mal auf. Diese Hose. Weg. Und diese Hose anziehen. Also einfach eine normale. Okay, und die hier ist getarnt. Nee, dann nehmen wir. Nehmen wir lieber die getarnte. Die getarnte. Kann man das irgendwie zerlegen? Wahrscheinlich nicht. Tue ich mal hier rein. So, Powder kommt dahin, das ist Sulfur, Sulfurore, Metalore. Und das würde dann eher hier reinkommen. Lockpick. 5 Stück, die lassen wir mal hier drin. Batterie habe ich gesehen, haben wir hier nochmal. Wooden Barricades nochmal 3 Stück. Die könnten wir eigentlich mal setzen. Hallo. Ah, okay.
So. Auf der 4. So, ich muss nur dran denken, dass ich selber da nicht reinrenne dann. So, und dann haben wir noch mal eine. Die können wir getrost hier auch noch hinpacken. So. Und noch Hanf. Gut, dann wieder rein hier. Okidoki. Ja, schade, dass wir kein Fuel haben eigentlich. Ja, könnten wir hier schön die Lampen betreiben. Naja, egal. So, er möchte, dass ich einen Campfire mache. Oh, halt mal einen Campfire. Aber jetzt sag mir nicht, ich kann das hier nicht auf der Foundation machen. Das wäre ziemlich übel. Wo ist es? Hier. Ja, ich kann das auch hier machen. Sehr gut. Ja, machen wir hier mal in der Ecke, wa? So, Open Campfire. Dann möchte es gern ein bisschen Holz haben. Cooking Fuel. So, 25 Holz. Contents. Skill Points haben wir da. Get a Cloth. Yeah. Können wir das auch anmachen? Ah, hier. Schön. Ja, da leckt es dann auch wieder ein bisschen. Ah, hier hängt irgendeine Strähne. Ja, wir haben nichts zum Kochen. Oder kann ich hier Tomaten kochen? Tomaten kochen? Nein. Brot kochen? Nein. Diese Eulen, die hier rumschreien, kochen? Wahrscheinlich auch nicht. Gut. Wie viel Holz haben wir denn noch? Können wir da auffüllen? Na, eigentlich auch nicht. Nicht unbedingt. Aber diesen Furnace können wir mal machen. Gather Cloth, das würde ich tatsächlich morgen erst machen. Wenn es dann wieder hell ist, dann sieht man ein bisschen mehr und dann ruckelt das auch nicht so. So, ein Furnace. Es fehlt uns Holz. 25 brauchen wir. Schön, dass ich das gerade... dass ich gerade 25 hier ins Lager verfrachtet habe. Weißt du was? Ja. 23, zack, 25. Oh ja, stimmt. Sind dann genau 25. Ja, schön. Na egal. Will ich jetzt wissen. So, der braucht natürlich dann auch wieder Fuel. Das, ja, ja. Schwierig. Also, wir haben so viel Holz, so dermaßen viel Holz geholt vorhin und alles schon wieder weg. Das, ja. Könnte zu einem Problem werden. Denn dann haben wir hier bald wirklich keinen Wald mehr. Das heißt, das sollte noch ein bisschen ausbalanciert werden. So zeigt es nach hinten, so zeigt es nach vorn. So, entweder mache ich den auch hier hin. Oh ne, ich mach den hier hin. So. Sehr gut. Contents. Smelting und Fuel. Fuel haben wir leider nichts mehr da, aber wir können Metal Ore schon mal reinpacken und Sulfur Ore schon mal reinpacken. Das finde ich gut, dass man mehrere Slots hat und nicht nur ein Slot, wo man immer nur eins machen kann. Das ist sehr nervig. Das ist fertiger Sulfur. Können wir den ja eigentlich hier schon reinpacken, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ja, das heißt, eigentlich bräuchte ich dann hier auch noch Kisten, ne? Hier haben wir auch noch Sulfur. Oh, den Laser, der gehört natürlich hier rein. So.
Ist ja schließlich ein Waffen-Upgrade. So, hier haben wir noch ein bisschen davon. Diese Medikits packe ich mal da unten rein. Ein Chocolate Bar haben wir auch noch. Könnte ich mal essen. Zwei haben wir noch. So. Eine Tomate wegen den Vitaminen. Wir kriegen das Zeug ja relativ schnell wieder. Ich brauche mehr Kisten. Echt, ey. Boah. Aber für Kisten brauche ich Seil. Cloth haben wir eigentlich genug. Und wir ernten ja jetzt noch ein bisschen. Also können wir noch ein bisschen... Ah, weißt du was? Ich mache mir erstmal Schuhe. So. Cloth und Duct Tape, kein Problem. Schuhe. Ein Long Shirt können wir auch machen. So. Eine Cap könnten wir auch noch machen. Oder aber einen geilen Helm. Noch ein Backpack, das haben wir ja schon. So, pass mal auf. Shirt weg. Und ein langes Shirt. Zack, so. Wo sind die Schuhe? Wo sind meine neuen Schuhe? Hier. So. Ja. Wo sind die Schuhe? Ich sehe sie nicht. Ich sehe auch die Hose nicht. Aber theoretisch wäre sie da. Also so sehen wir jetzt theoretisch aus. Aber wenn ich nach unten schaue, dann... Ja. Egal. Gut. Seil für noch mehr Kisten. Und hier haben wir noch ein Shirt. Kriegen wir das in 60 Minuten? Kriegen wir nicht. Kriegen wir auch nicht. Schade. Medikit. Bandage. Oh, sowas Feines. Naja, gut. Zwei von drei, ja, wäre auch gut. Könnten wir schmelzen. Ah, machen wir eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. So. Watercatcher brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja einen direkten See da dran. Aber so Wasser. Smallwood Chest. Ach so. Nur 20 Holz. Und eine große 40 Holz und 3 Seil. So, Stoff haben wir eigentlich jetzt alles gemacht. Sind wir komplett. Dann können wir daraus Seilchen machen. Wie viel braucht das? 4 Stück. So, dann haben wir Seilchen. Ein Backpack. Aha, aha. Was ist jetzt die große Chest? Ja. Wo ist sie? 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 Ist die kleine. Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Ein Seilchen. Okay, ein Seilchen geht eigentlich. C4. Aha, 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 aha. Helm. 20. Oha. Molotov-Cocktail. Ja, da bräuchten wir Fuel. Mütze haben wir ja eine auf. Flashlight könnten wir wahrscheinlich... Nein, können wir nicht. Batterien hätten wir ja, aber es fehlt an einem Ding. Wooden Gate, da könnten wir hier... Boah, Wooden Big Wall, da könnten wir voll die Wand drum rumhängen. Barricade. Biofuel, okay. Ore Extractor. So, einen hätten wir. Das könnten wir auftreiben. Das haben wir schon. Das ist ganz schön viel. Anti-Radpilz. Haben wir denn schon irgendwo Strahlung? Weiß ich gar nicht. Ich weiß euch gar nicht. Wir bräuchten noch mehr Holz. Wie viel ist denn? 1.42 Uhr. Die Axt hat noch ein paar Schläge übrig. Ist halt schon echt dunkel jetzt. Aber eigentlich passiert uns hier ja nichts. Eigentlich sind wir hier ja ziemlich safe. Wenn ich aber natürlich weiter in den Wald vordringe, um mehr Holz zu holen, dann könnte es natürlich sein, dass wir Gesellschaft bekommen.
Andererseits hört man die ja auch lange genug vorher. Und ich glaube, diese Banditen oder Raider oder wie wir sie nennen sollen, die bewegen sich, glaube ich, nicht. Also die gehen nicht von ihren Standpunkten weg. Gut, der eine da in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen, der hat sich ja überhaupt nicht bewegt. Der ist ja die ganze Zeit tatsächlich einfach nur dumm rumgestanden. Cloth sollten wir mal holen. Wenn ich da also was erspähe. Gerade eben hast du noch gesagt, du gehst nicht bei Nacht raus. Ja, ich weiß. Aber sonst ist ja langweilig. Schlafen können wir ja nicht. Nur unseren Spawnpoint setzen. Ah, da hinten sehe ich Cloth. 5 Stück brauchen wir davon. So, das war's auch mit der Axt. Wo ist die andere? Hier. Haben wir noch genug Inventarplatz? Ja, ein bisschen was. Ich würde mal dieses Cloth gattern. Diese Musik passt ja schon gut, aber ist halt schon auch irgendwo ein bisschen gruselig, ne? Hier hat's nochmal Cloth. Da hat's ganz viel. Aber ich weiß halt nicht, ob es da sonst noch was hat. Irgendwas, das gern unsere Eingeweide isst. Könnte schon passieren. Eins noch, da haben wir das letzte. So, nichts wie ab nach Hause. Schnell weg. So, dann nehme ich noch mal ein paar Bäume mit. Wenn wir schon mal hier sind. Mitten in der Nacht. Naja gut, die Sonne geht gerade wieder auf. Deswegen auch ruckelt das so. Also mit der Performance, da muss man nochmal schauen. Das ist ja aber bei ganz, ganz vielen Early Access ist das das Problem. Dass die Performance da einfach teilweise noch sehr unausgereift ist. So. Dann hacke ich mir hier noch ein, zwei Bäume auf dem Weg nach Hause. Level up your character. Gut, habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber können wir auch bald nochmal machen. Wir kriegen ja bestimmt bald wieder Punkte. So. Wie viel Inventarplatz habe ich denn noch? Nicht mehr allzu viel, nee. Gut. Aber hier für Essen ist immer Platz. Entschuldigung. Ein Brot und 3 Tomaten. Das ist sehr lecker. Hip. Und dann gehen wir wieder rein. So, und hier auch wieder. Zack und zu. Können wir die Fensterläden mal wieder aufmachen, wenn die Sonne scheint. So. Bei Nacht alles zu. Tagsüber alles auf. So. Also im Endeffekt habe ich ja hier genug spitziges Material davor. Und hier rennt ja sowieso keiner rum. Also könnte ich die eigentlich immer offen lassen. Ja, komm, scheiß drauf. Ich lasse die offen. Die hier auch. Da passiert uns ja nichts. Obwohl, doch hier könnte schon jemand reinkommen.
Aber wenn er schon hier auf der Plattform ist, dann kann er auch einfach durch die Tür reinlatschen, also. Egal. So, die lasse ich mal offen, solange wir hier drin sind. Und dann würde ich sagen, ich muss noch mal was trinken, mein Hals. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt, Time to Play hier. Bei Survival The Lost Way. Nicht The Lost Way, nur Lost Way. Bis dahin, macht's mal gut. Ciao.